Ist das nicht ein wunderschönes Auto? Es ist eindeutig ein Ford. Es ist der Ford von Matthias Buck. Und es ist ein Rennwagen ohne Straßenzulassung. Natürlich mit dem besten Aufkleber der Welt. Es steht drauf: Saarland Fernsehen. Da ist er. So. Wir haben ein neues Rallye-Car, was wir heute mal vorstellen, von Matthias Buck. Und steht vor unserem Sender, hat ihn mal mitgebracht, dass wir eine kleine Doku drehen über dieses tolle Auto. Wir haben auch noch jede Menge Bildmaterial bekommen von ihm, von der Onboard-Kamera. Denn der Matthias ist ein ganz Verrückter, wie so wahrscheinlich alle, die so Rennen fahren. Und wird uns gleich mal ein bisschen was erzählen über den Alltag mit einem Rennwagen. So sieht's aus. Er arbeitet bei SAP, hat auch einen obligatorischen Aufkleber drauf. Und da ist seine Frau, die Inge Borg. Hallo, geht's dir gut? Ja, geht gut. Okay, du hast einen Mann, der Rennen fährt. Ist das normal? Für dich schon, ne? Für mich ist das normal, genau. So, das heißt, die meiste Freizeit ist auf den Rennen dann gewesen oder immer noch? Weniger, aber ich bin immer dabei. Genau. Seid jetzt wie lange schon zusammen? Fast 30 Jahre. 30 Jahre. Muss ich fast überlegen. Okay, da ist das schon was mit 30? Ist das irgendwas? Gold oder so? Nee. Nee. Ich glaube die 25. Was ist das? Silber, oder? 25 Silber, ja. Habt ihr gefeiert? Nein. Oh, Matthias! Ihr habt die silberne Hochzeit nicht gefeiert. Dann machen wir es jetzt mit 30, machen wir es auf jeden Fall. Ist das aber so, dass man so als Rennfahrer hat man wenig Zeit? Ja, das ist schon richtig. Auch rein beruflich gesehen. Daher ist der Motorsport auch ein bisschen zurückgerückt. So, Matthias, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, du lädst jetzt deine Frau mal ordentlich ein. Jetzt, wo wir rausbekommen, dass du die silberne Hochzeit verpasst hast, ja, das machen wir jetzt mal. Und da will ich jetzt mal hören, dass du in die Kamera sagst, das machen wir, ja. Das mache ich schon 30 Jahre und machen wir es auch mal. Da sind sie. Du Lügenbold. Du Lügenbold, hat sie gesagt. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ihr seid ein tolles Paar, oder? Ja. Genau. Ja, von Anfang an, gell? Von Anfang an. Ihr habt euch wo kennengelernt? In der Disco in Neunkirchen. In welcher Disco? Wie hieß die früher? Das war Karat. Im Karat in Neunkirchen. Ja. Ja. Vor 30 Jahren, das war 1987. Jawohl. Und da warst du wie alt? 30. 30, okay. Ja. Okay, jetzt wissen wir auch wie alt. Aber das ist nicht so wild. Kein Problem damit. Ja, du hast dich auch super gehalten. Da hast du eben schon gedacht, mein Gott, die Ingeborg, die ist bestimmt. Du? Siehst du, ja. Die ist bestimmt erst 42 oder so, habe ich gedacht. Ja. So ist es. Aber nee, es geht ja heute um Rennautos. Ja, hast du jemals Angst um deinen Mann? Nein. Nein, ich habe keine Angst um ihn. Okay, so, dann gehen wir mal hin. Hast du schön gesagt. Und hier ist der Matthias. Du arbeitest im echten Leben für einen Schrottplatz, sage ich jetzt mal. Und zwar einen der größten im Saarland. Ja, das Recyclingunternehmen SRP in Homburg. Dort bin ich beschäftigt als Betriebswirt. Genau, und so als Ausgleich hast du dir dieses Schätzchen zugelegt, schon etwas länger, oder? Das Fahrzeug haben wir schon etwas länger, das seit 1994, stand dann aber viele Jahre in der Ecke, zerlegt, wertlos. Und dann haben wir so im Bereich 2009, 2010 nochmal angefangen und haben das Fahrzeug komplett neu aufgebaut mit all den Dingen, die man jetzt halt so sieht, Verbreiterungen, neuer Motor. Und das Fahrzeug wurde viel eingesetzt am Anfang am Berg. Da waren wir auch sehr viel unterwegs, die ersten Jahre, danach ein bisschen Rundstrecke gefahren. Mittlerweile setzen wir es noch ein für Oldtimer-Veranstaltungen, so ein-, zweimal im Jahr. Und ansonsten steht er dann in der Garage zum Anschauen. Wenn du mir mal kurz erklärst, was das heißt, wenn man ein Fahrzeug am Berg einsetzt, ja, was heißt denn das für alle, die keine Ahnung haben, so wie ich? Bergrennen, das bedeutet, das sind halt Strecken, die irgendwo 2-3 Kilometer lang sind, die den Berg hochgehen. Dementsprechend meistens sind es kurvenreiche Strecken, die man dann auf Bestzeit bewältigen muss. Macht Spaß? Das macht viel Spaß, ist aber auch sehr zeitaufwendig. Okay, das Auto ist schon ein bisschen älter. Ich nehme an, dass du keinen G-Anzeiger in dem Auto drin hast. Das heißt, die Seitenkräfte und so, das wird jetzt nicht gemessen, aber im iPhone mal gemacht? Nein, nein. Aber also das ist schon. Was es gibt für das Fahrzeug, das ist ein Leistungsgutachten, das wurde gemacht am Nürburgring. Und auf dem Leistungsprüfstand, da wurde er eingestellt und getestet mit 188 PS. 188 PS bei einem Gewicht von knapp 800 Kilo? Ja, das sind schon so 850 bis 900 Kilo. Je nach Füllstand ja. Und je nach Gewicht, wenn deine Frau kocht ja gut, nehme ich an. Ja, man sieht's. Nee, es war ein Scherz. Ihr kommt woher, aus welchem Ort? Elversberg. Elversberg? Korrekt. Muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Immer wenn das Wort Elversberg kommt. Ja. Ich bin ja kein Fußballfan, aber ich habe gehört, in Elversberg, da gibt es einen ganz tollen Fußballverein.
Das ist korrekt, die SVE. Aber ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt der Fußballfan. Aber willkommen im Club. Ich drücke Ihnen die Daumen. Genau, so hast du schön gesagt. Das ist ja jetzt sehr diplomatisch. Ja, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Ich will mal reingucken, wie groß der Motor ist. Oh, der hast du auch schick gemacht, ja, in Blau. Der war schon immer blau? Nein, der wurde also komplett neu aufbereitet, der Motor, mit Unterbau und Kopf. Das heißt, Unterbau Cosworth-Kurbelwelle mit Cosworth-Pleuel, spezielle Rennkolben. Der Zylinderkopf ist aus England, ist CNC gefräst, sodass alle Kanäle genau identisch sind mit den größten Ventilen und mit einer dementsprechenden Nockenwelle. Alles komplett abgestimmt auf den Motor und 48er Doppelweber und halt noch ein Fächerkrümmer dazu. Der Doppelweber, nehme ich mal an, das ist das Ding hier mit den Tröten, das ist der Vergaser, oder? Genau. Ein Doppelweber, so auch ich, der keine Ahnung hat vom Auto. Ich fahre ja Fertigautos, ja, die kommen ab Werk, dürfen nicht verändern. Nee, wir filmen hier in der Angela-Braun-Straße, hier kommen ja permanent irgendwelche Porsche rausgefahren, ja, weil hier die Fahrzeugaufbereitung ist von Porsche. Aber das hier ist jetzt ein Schätzchen, das ist was für ein Auto nochmal, ein RS? Ford Escort RS 2000, Baujahr 1978. Genau, ich zeig's mal, hier vorne ist nämlich die Originalplakette noch drauf. 1325 Kilogramm hat er denn mal gewogen. Das ist natürlich für dich ein Albtraumgewicht. Ja. Jetzt mit knapp 900 Kilogramm hast du ihn ein bisschen leichter gemacht. Ja? Also 1300 ist das zusätzliche Gesamtgewicht. Gesamtgewicht, okay. Genau. Das heißt mit dir drin? Mit fünf Personen, sage ich mal. Und also mehr darf er dann auch nicht haben. Das ist Gesamtgewicht, was er auf die Straße bringen darf als Serienfahrzeug. Gut, jetzt habe auch ich wieder mal ins Fettnäpfchen getreten. Also 1325 wäre dann schon mit Oma, Schwiegervater und allen drum und dran. Ja, der ist ein bisschen breiter. Kam der so ab Werk? Ist das so mit den Spuren, mit der Kotflügelverbreitung? Dieses Fahrzeug war nicht so ab Werk. Den gab es aber als Werk, als RS-Spezial. Wurden damals 400 Stück gebaut für Homologation vom Motorsport. Und das ist dann praktisch eigentlich an sich nachgebaut, damit man auch dementsprechend die dicken Räder drunter bekommt. Da ist sogar die Motorhaube ist nicht aus Metall, sondern aus Glasfaser. Was ist das? Korrekt, GFK. GFK. So, endlich mal was richtig gemacht, ja. So, da sind dann auch die Lampen drin, H4, wie man das so kennt. Mach mal zu, da brauchst du es nicht zu halten. So viel haben wir gesehen. Da sind so tolle Räder drauf. Ich habe eben schon so ein bisschen gewitzelt. Der Kollege war da, der hat sich das angeguckt. Ihr wart vor kurzem am Linzer Hof, oder? Oder wo wart ihr? Genau, am Wochenende war eine super Veranstaltung auf dem Linzer Hof. Das war der Abschluss der Oldtimer-Szene vom ADAC im Saarland. Dort wird dann jedes Jahr ein Rundkurs aufgebaut, der so 700-800 Meter hat. Und wir fahren dann mit, waren dieses Jahr 23 Autos, ein Club der alten Herren, sage ich jetzt mal. Du bist wie alt bist du? 53 werde ich jetzt. 53, naja. Ja, und dementsprechend durften dann Beifahrer mitfahren und sie zahlen dann 5 Euro. Das Geld wurde dann gesammelt für die behinderten Kinder. Für welche behinderten Kinder? Weißt du nicht? Oder das kann ich momentan sogar beantworten. Aber für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck auf jeden Fall. Genau. So, hier hinten sind noch Luftauslässe. Ich nehme an, für ein bisschen Frischluft, oder? Korrekt. Es wird super. Also sehr warm in dem Fahrzeug. Es wird sehr warm in dem Fahrzeug. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, ist da noch eine normale Heizung drin in dem Auto? Nein. Nee, das heißt, das geht alles durch den Fahrraum durch, oder wie? Das ist, sage ich mal, die Heizung kommt vom Auspuff und vom Motor. Und es ist eine kleine elektrische Heizung drin an der Frontscheibe, damit die nicht so anläuft. Aber die hat jetzt nicht wirklich große Leistung. Scheibe ist aus Kunststoff? Oder? Die hinteren Scheiben aus Kunststoff, also aus Makralon. Seitenscheiben auch, Frontscheibe aus Glas. Die ist nicht zugelassen aus Plastik. So, du machst mir einen Gefallen, du machst mir mal bitte an der Seite auf der rechten. Denn ich habe die Kamera in der Hand. Das müssen wir mal kurz mal öffnen, dann komme ich einfach mal rüber. Denn so ein Rennauto muss man ja auch mal von innen sehen. Dass man das mal sieht. Wow. Inge, du bist selbst mal mitgefahren? Auch schon mitgefahren. Und es macht Spaß? Oder bist du eher nicht so? Mittlerweile bin ich sehr ängstlich geworden. Bist du ängstlich geworden? Ja, ja, ich weiß nicht warum. Das heißt, du schaust ganz zu, aber du musst nicht selber. Zu. Bin ich den ganzen Tag in Bewegung, gehe vom Fahrerlager an die Rennstrecke und zurück, versorge ihn mit Wasser und Handtuch, wenn es so heiß ist. Ja, und da sind auch Mädels, die du gut kennst, immer auf dem Rennen? Ja, immer fast dieselben Gesichter. Ne? Eine Clique so ein bisschen, oder? Ja, genau. Okay, das heißt, eigentlich hat dir der Job von deinem Mann ja sehr, sehr viel Freizeit gebracht und ihr seid ziemlich viel draußen, oder? Das heißt, wenn man draußen ist, das heißt, man fährt ja nicht dauernd, man hat ein Fahrerlager. Ja, also mal Pause mache, ne? Ja. Super. Also ich muss das ja mal zeigen, zu jedem guten Mann gehört ja immer eine gute Frau. Hast du ein Glück? Ja, 25 Jahre und nicht eingeladen. Naja, aber dazu kommen wir nochmal.
So, jetzt gucken wir mal hier rein. Das ist, ja, so sieht es aus in einem Ford Escort RS 2000. Genau. So, also wir haben Schalensitze. Das ist natürlich obligatorisch. Du hast auch einen Hans normalerweise, oder nicht? Hans-System haben wir auch, ist aber, sag ich mal, bei den Oldtimer-Veranstaltungen in dem Rahmen, wo wir fahren, nicht vorgeschrieben. Aber habe ich eins. Okay, hast du eins. So, und da in der Mitte, am besten setze ich mal rein. So, dann kann man das mal sehen, wie das hier angepasst wird. Du kommst doch gut rein? Ja, oder? Selbstverständlich. Super. Einen Schlüssel gibt es nicht mehr, ne? Nein. Da gibt es nur Zündung. Benzinpumpe, 1, 2 Lüfter für die Motorlüftung, Reserveschalter, die Heizung, das sind die Rallyes. Hier ist noch ein Schalter für die Zusatzscheinwerfer für Rallye-Veranstaltungen. Okay, das neue Saarland-Fernsehen-Auto seht ihr jetzt hier, weil alle zugeschaltet haben. Ein Ford Escort RS 2000, Baujahr? 78. 78. So, da war ich 10 Jahre alt. Ich halte mal gerade hinten am Auspuff ran und dann gibst du mal ein bisschen Gas. Warte mal gerade, muss es mal zeigen, der klingt ja richtig. Wie geil ist das denn? Das ist ein Sound. Jetzt mal ohne Witz, da sind ja normalerweise die Autos von heute, die können da einparken, oder? Das macht ihm nichts. Da liegt er jetzt schon ein bisschen warm, dann ist das in Ordnung. Wenn er warm gelaufen ist. Das sind jetzt 5.000, 6.000 Umdrehungen Maximum, die ich jetzt gemacht habe. Drehen tut er bis knapp 9, aber nur kurzfristig. Okay, dann machen wir mal aus. Herrlich, ein Ford Escort RS 2000. Ich muss auch fairerweise sagen, wir hatten ja schon mal ein Rennauto hier, aber da hatte ich das Gefühl, das war bei weitem nicht so laut wie der hier. Der ist schon laut, oder? Ja, das ist korrekt. Es kommt immer darauf an, das Fahrzeug wird ja auf der Rennstrecke eingesetzt, nicht im öffentlichen Verkehr. Dort keine Straßen zu lassen, dann, das heißt, wir können alles geben, oder? Bis 100 Dezibel sind normalerweise auf der Rennstrecke erlaubt, also da ist man nicht so empfindlich. Das ist so ungefähr wie ein Flugzeug, was startet, oder? Kann man davon ausgehen, ja. Okay, ja, wir haben ja Bildaufnahmen, dann zeigen wir das ein bisschen. Was war dein absolut größter Sieg? Was war das Beste? Oh, wir hatten beim Bergslalom haben wir ein paar erste Plätze gemacht, mal dritte Plätze. Also quer durch den Garten, so wie es halt lief, wie das Auto hielt. Ist ja schon eine kleine Diva, die ein bisschen anfällig ist. Und dementsprechend. Wir sind also in dem Sinn keine offizielle Meisterschaft gefahren, sondern eigentlich immer nur just for fun. Mach nochmal kurz auf, ich halte nochmal kurz bei der Fahrerseite rein. Das ist lieb von dir. So, das Lenkrad, da hat man natürlich einen Helm an, ist ja klar. Der Überrollbügel, den hast du selber geschweißt, oder? Das war ein Grundrahmen und wurde dann erweitert nach den neuen Vorschriften. Das ist praktisch dann ein Überrollbügel Marke Eigenbau, der im historischen Bereich zugelassen ist. Ich bin begeistert. Und das da ist Alu, oder die Seite? Das ist Alu, jawohl. Also alles auf Leichtbau getrimmt. Was ich am stärksten finde, ist das hier. Muss ich ja mal zeigen. Das denke ich, nee, ist jetzt kein Witz. Also die Saarländer sind ja dafür bekannt, ja, dass es muss funktionieren, es muss professionell sein und es muss zweckmäßig sein. Das ist ja wohl super zweckmäßig, oder? Ja, es hält und erfüllt seinen Zweck und wiegt nichts. Genau, und das Letztere ist nämlich am allerwichtigsten. Was ist da hinten drin, was sieht man da? Da rechts unten? Das Silberne? Die Dämpfer. Die Dämpfer? Genau, die Dämpfer von hinten. Die Dämpfer von, ach stimmt, die gucken da oben raus. Ja. Und hier sieht man auch mal hier die Reifen, das sind jetzt Slicks, oder? Das sind Slicks, jawohl. 10x13 Zoll Felgen, vorne 9x13. So, und der fährt, also der Dirk, der hatte ja zugesehen hier, unser Mitarbeiter, der war ja auf dem Rennen am Linzer Hof. Mhm. Der hat mir erzählt, dass er seitlich versetzen würde. Hast du manchmal Angst? Nö, du hast das Ding voll im Griff? Nö, Angst prinzipiell nicht. Also ich fahre in der Regel so, sagen wir mal, so 85%, sodass immer noch 15% übrig bleiben, wenn mal was passiert, was ab und zu mal vorkommen kann, Öl auf der Strecke, dass man es immer noch fangen kann. Okay, fangen heißt, also der ist wirklich so, dass der sich seitlich auch schon mal so verschiebt? Nein, was ihr Kollege gemeint hat, oder dein Kollege gemeint hat, das war, dass er vorne in Kurven durch den Grip der Slicks hinten
setzt er sich hinten und hebt vorne etwas das Bein. Okay. Und es hat aber nichts mit Versetzen zu tun in dem Sinn, sondern es kann auch noch passieren, dass wenn also in den Kurven du richtig Gas gibst, dass das Heck etwas kommt. Das heißt, dass er dann übersteuert. Dass das Heck etwas kommt, das ist ja cool. Ich zeig's mal gerade hier. Ja, cooles Auto. Also und die Farbe Gelb, das hat wahrscheinlich die Ingeborg ausgesucht, oder? Ja. Okay, deswegen auch das gelbe T-Shirt heute, oder? Ja. Das hatte ich halt mal gesagt. Also dazu gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar hatten wir mal einen Nymphensittich. Der hatte so schöne Federn in derselben Farbe wie das Auto. Und die Farbe hat mir so gut gefallen, dass wir dann gesagt haben, das Fahrzeug wird in der Farbe lackiert. Und der Name von dem Sittich, wie hieß der? Ricky. Der Ricky. Der Ricky war es schuld. So. Also ich bin immer wieder dafür zu haben, auch mal 15 Minuten zu investieren in ein tolles Hobby. Es gibt noch mehr Leute, die so verrückt sind wie du. Ja, da gibt es schon einige. Ich sag mal, in den letzten 10 Jahren ist der Oldtimer-Bereich unheimlich explodiert. Viele nehmen die Autos als Anlage und haben sie also in der Regel in der Garage stehen als Wertsteuer. Wertanlage so ein bisschen. Genau, da es keine Zinsen mehr gibt. Ich sag mal, für uns ist es halt Hobby, just for fun. Ab und zu ein-, zweimal im Jahr mal auspacken, bis sie Spaß haben und dann wird er wieder weggestellt. Tja, das Schätzchen. Der Ricky war es schuld, dass er gelb ist. So. Ich zeige noch einmal komplett und dann machen wir mal einen kleinen Spendenaufruf. Du hast es ja verdient. Also wenn der zweimal rauskommt, die SAP hat schon mitgemacht, dein Arbeitgeber ist ja klar. Also wenn auch Sie mal einen kleinen Aufkleber auf das Auto applizieren möchten und aus einem seriösen Bereich kommen, das soll es ja im Saarland nicht immer geben, ja, dann können Sie gerne mal den Matthias Buck mal anrufen. Ja, einfach googeln, Matthias Buck, hast du eine Homepage? Nee, eigene nicht, aber über die Firma. SAP, da SAP oben steht es, einfach anrufen, 06841 690 60, ruft ruhig den Matthias an. Du bist auch schon ewig bei SAP, oder? Ich war früher bei einer Tochtergesellschaft, habe 2003 in dem Konzern angefangen. Okay, das heißt, ist aber kein Problem, die können dich da anrufen, oder? Ja, ja, ist okay. Ihr seid da locker. Die Handynummer ist auch, sag ich mal, auf unserer Homepage und da können Sie gerne anrufen. Ganz super. So, hier haben wir den Tank, nehme ich an, oder? Das ist ein ATL-Sicherheitstank, 60 Liter und ja, dementsprechend als Sicherheitsvorschrift so vorgeschrieben, damit wenn es mal knallt, dann dass der Sprit nicht hochgeht. Der ist auch nicht billig, oder? Na, Bereich von 800 Euro. 800 Euro. Und den könnte ich jetzt öffnen, da würde ich das Benzin drin sehen. Das kann man öffnen. Kann man, ich gehe mal ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Ah, da passiert nichts. Also es ist eine Klappe auch nochmal mit drin. Ja, ist eine Sicherheitsklappe, dass nichts überschwappt. Okay. Super. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Also ruft ihn an, den Matthias. Wir haben ja uns schon bereit erklärt, die Aufkleber aufzukleben. Machen wir ein bisschen Promo für ihn. Denn ganz kurz, 2, 3 Takte ADAC. Wie ist der von der Bedeutung für Rennfahrer, der ADAC? Ist das wichtig? Das ist korrekt. Also es gibt in Deutschland, sage ich jetzt mal, so 2 Abteilungen, das ist einmal der ADAC mit Motorsport, der am größten ist, natürlich auch alle Veranstaltungen, größtenteils die bekannten ausrichtet, DTM und so weiter und so fort. Auch hier Saarland Rallye oder die Saarlandmeisterschaft im Rallyefahren. Auch Bergmeisterschaften, dann gibt es noch den NRVC, das ist so ein Ableger, der sich da, oder die Leute haben sich da ein bisschen abgesondert vom ADAC. Die Vorschriften dort sind nicht ganz so strikt und so eng wie beim ADAC. Da wird halt jedes Jahr sehr strikt überarbeitet und neue Vorschriften, wo sie dann halt das Fahrzeug jeweils immer anpassen müssen. Super. Jetzt mal abschließende Frage. Denkst du, dass du ein Mensch bist, der einfallsreich ist? Sag ja. Sag ja. Gut. Ich zeig das mal gerade. Die Spezialkonstruktion à la Matthias Buck, ja. Liebe Saarländer, ja. Wenn ihr auch das Gefühl habt, dass Saarländer eigentlich nur aus Handwerkern bestehen, ja. Guckt euch das mal an, ja. Damit er das Heck hinten auch runterbekommen hat. Ja, andere würden jetzt abkurbeln und dann das Stützrad drauf und alles. Ah nee, der Matthias hat sich überlegt, ja, das geht doch viel einfacher. Und dann bist du hingegangen und hast einfach, das ist der Hammer, ich finde das super. Das ist korrekt. Um die Schräglage zu erreichen, das ist halt ein Hänger, den man nicht kippen kann. Und mit diesen Auffahrrampen, sage ich mal, erledigt sich das dann damit. Es gibt auch die Hänger, sag ich mal, die halt von selbst kippen. Da braucht man das nicht. Ich wollte mich da jetzt nicht lustig machen. Ich finde das gigantisch. Ja. Ich finde das total cool. Das heißt, einfache Lösungen für einfache Probleme, oder? Das passt und funktioniert und hat sich bewährt. Gut, so, ich gehe noch mal kurz zur Inge, sag mal Tschüss. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr hier wart in Mallstatt und uns das tolle Auto gezeigt hat. Der R2000, dessen Name ja von Ricky kam, dem, was war das, ein Vogel? Nymphensittich. Nymphensittich, ja.
liebe Ingeborg. Viel Erfolg mit deinem Mann. Ja, du brauchst nicht zu danken, ja, ist ja selbstverständlich. Für das neue Saarland-Fernsehen-Auto von Matthias Buck. Dankeschön. Tschüss. Ich danke.